Warte mal. Jetzt aber. Ich würde mich freuen, wenn jetzt ein richtig starker Diss-Track mit richtig persönlichen Angriffen zurückkommt. Dann kann ich nämlich auch richtig zurückfeuern. Auf asoziale Basis. Jetzt haben wir hier, Tourette reagiert auf Revis Diss-Track gegen uns. Revi wird zerstört. Da bin ich doch an der Stelle mal gespannt. Ganz, ganz wichtig, Leute, meine Freunde. Ich glaube, sehr viele Leute haben nicht verstanden, dass das eine Wenn-ich-du-wäre-Aufgabe war. Sag Revi, wenn ich du wäre, würde ich einen Diss-Track an Gewitter im Kopf machen. Und dass ich bewusst hingegangen bin und den Diss-Track nicht zu asozial, zu persönlich angreifend und zu gemein gemacht habe. Ich wollte bewusst nicht hingehen und diese zwei netten Jungs hier unnötig fertig machen. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, halt so ein Mittelding zu fahren. Wisst ihr, was ich meine? Also nicht zu persönlich zu gehen. Man hätte jetzt auch eine komplette Abarbeitung machen können mit riesigen Disses und sowas, aber ich habe ja keinen Grund. Wisst ihr, was ich meine? So, von daher, ich habe da schon mit denen drüber gesprochen. Die meinten, hey, alles cool. Sie meinten sogar, warum war dann so wenig so Disses drin? Weil ich einfach wollte, dass Leute das missverstehen eventuell oder sogar der Meinung sind, dass ich sie wirklich nicht mag. Wisst ihr, was ich meine? Wir saßen im Studio, wir hatten Lines. Wie gesagt, ich habe gestern immer diese Line gedroppt. Ohne Behinderung würde sogar bei Leroy laufen, nur bei euch nicht. Irgendwie sowas war das, glaube ich, wo ich gesagt habe, ey, ich kann mich jetzt nicht an dieser Behinderung und an dem Content abarbeiten, so sehe ich nicht. Ich mag die beiden sehr, ne? Ich denke mal, ihr versteht das. Und ich wollte dann einfach nicht, dass das jemand den falschen Hals bekommt und dann vielleicht sogar irgendwie denkt, ah, okay, der hat recht, die sollte man haten. Wisst ihr, was ich meine? Also das halt. Deshalb auf jeden Fall diese Entscheidung. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute machen wir mal was ganz Besonderes. Es ist wirklich. Würde der Tim jetzt nicht sagen, aber es ist heute echt was Besonderes. Es ist wirklich was Besonderes. Ich leg jetzt den Popschutz ab. Danke, klingt viel besser. Also, wie einiges von euch wahrscheinlich schon mitbekommen haben, hat der gute Revi einen Diss-Track gegen uns gedroppt, auf den ja. Wir so lange gewartet haben. Wir sind echt mega gespannt. Vor allem bin ich sehr gespannt auf die Reaktion von Gisela. Kack am Maus. Ich bin jetzt echt gehypt. Jetzt geht's ja, los. Ja, let's go. Bin mal gespannt. Ach nee, nicht schon wieder. Leck mich in der Testo. Ich meine das wieder. Ich meine auch jede Morddrohung ernst. Perfekt, dann haben wir da was. Dann, also bei mir war das eine große Ironie. Bro. Wenn ich sage, ich töte dich, meine ich das auch ernst. Ah ja. Gut, ich rede mit meinem Anwalt. Sogar auf den Disch haltest du Werbung. Ha, cringe. Das hat nicht mal angefangen. Und ich hab genug gesehen. Da kommt nur Durchfall bei raus. Perfekt, danke Gisela, danke. Ich hasse alle, die in diesem Track vorkommen. Ich hasse nur dich. Stimmt nicht. Gisela hasst Evive deutlich mehr als mich. Das ist richtig. Menschen da draußen, alles Schlechte. Das meine ich ernst und das kommt von Herzen. Ich dir auch, gern geschehen. Also er hasst uns anscheinend. Okay, das ist schon gut zu wissen. Ja, das habe ich ja extra 3- und 4-mal gesagt, dass ich das 100%ig ernst meine, 200- und 300%ig. Ich glaube, die Ironie sollte an der Stelle dann da auch rausgekommen sein. Gewitter im Kopf. Komm schon, gib mir das Autotune. Gib mir den Autotune-Front, Gisela. Stell dir mal vor, ich fahr um deinen Block, dann existiert der nicht mehr. Okay. Aber wer ist jetzt mit Farm seinen Block gemeint? Ich weiß es auch nicht. Ihr als Kanal. Farm, euer Block hat nicht gepasst. Deshalb haben wir gesagt, Farm sein Block. Vor allem, von wem von uns beiden ist das jetzt, wenn der Block ist? Ihr, glaube, ihr habt einfach Tim. Oh! Ah, schwierig. Dein Block oder also ist das mein Block? Wir sind beide kein Block. Das ist euer Wohnblock, das ist damit gemeint. Das ist einfach nur dahergesagt. Ich hätte auch was ganz anderes schreiben können. Seid doch einfach dankbar dafür. Du Arschloch! Ha, was sagst du da? Suchst du Stress oder was? Ein bisschen, ja. Warum Handycam-Vlog? Ich hab noch nie mit der Handycam gebloggt, glaub ich. Bro, eure Qualität, auch bezogen auf damals, schwierige Nummer, daher diese Herleitung. In den allerersten 4 Videos, so da damals im Zoo, das Q&A. Stimmt, oben. Stimmt, klar, so hat's ja angefangen. Handycam-Vlog, ja, es ist ja nur eine Hyperbe, wieder eine Übertreibung, ein rhetorisches Mittel, um zu zeigen, dass das, was Tinder produziert, absolute Rotze ist. Grüße! Gisela gibt dir Cock! Also Gisela ist also doch ein Mann, alles klar, interessant. Aber es bleibt auf jeden Fall im Kopf. Also das muss man auf jeden Fall sagen. Und genau das war das Ziel. Genau das war das Ziel. Ich wollte jetzt keine 1000 Bars auf Echofresh-Basis kicken, wo ich mich an jeder Kleinigkeit, die man eventuell fronten könnte, aufgehangen hätte. Hätte man machen können, wollte ich nicht. Ich mag euch einfach zu sehr dafür. Muss ich ehrlich an der Stelle sagen. Es laggt. Das ist aber nicht schön. Warum laggt es ausgerechnet jetzt? Okay, Revi hat eventuell doch recht. Wir sind lost. Und da, meine Freunde, wurde sich gerade ganz einfach hops genommen.
Hä? Selber? Dieser Tanz einfach dazu noch. Man kann sagen, was man will. Es ist vibey und genau das wollte ich. Genau das wollte ich. Ich wollte einfach nur, dass es vibey und nice klingt. Mehr nicht. Der macht die ganze Sache noch ernsthafter auf jeden Fall. Genau, auch da wieder zu sehen. Ich nehme mich da kein bisschen ernst als Musiker an der Stelle. Ich kann es nicht. Ich kann nicht rappen. Das ist auch kein Geheimnis, glaube ich. Und sowieso der Beste im Flow bin. Und trotzdem bin ich das deutlich bessere rap-technische Gesamtpaket als Survive. Aber man muss auf jeden Fall schon mal sagen, ich finde das Musikvideo ist schon mal mega cool geworden. Nein, das Musik- ist scheiße wie sonst was. Musikvideo ist geisteskrank gut geworden, Alter. Leo komplett rasiert. Und der hat den Mundschutz nur an, weil der voll auf Ecstasy ist und der das Kiefermalen hat. Oder weil ich halt einfach meine hässliche Fresse verstecken wollte. Oder wegen Corona. Eins von beiden. Ich habe ja auch da gar nicht wirklich gerappt, ne? Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Arschloch. Gisela, willst du mit mir schlafen? Nein! Nein, will ich nicht! Ekelhaft! Ich nicht! Ich. Man merkt ja an den Lines, ne? Ich will keinen Streit, ich will mich vertragen. Norbert Blatt würde Revi aus Madeira an der Stelle sagen. Norbert Blatt. Norbert Blatt. Warum nicht? Gisela scheint so einen abgrundtiefen Hass auf Revi zu haben, dass sie sich einfach nicht mit ihm vertragen will. Ja, du Arschkind! Gisela! Du bist mein Sklave, du kleine Lustmolch. Let's go. Als ich dich auf Madeira in der Hand gepackt hatte, da hatte ich den dicksten Lappen der Welt in der Hand. Satzbau 1 plus. Du kleiner Fettsau. Ach, jetzt habe ich dir das geschenkt. Ja, ich weiß, du hast auch ein Handicap, es ist okay. Thema wieder sehr, sehr langsam. 30.000 Zuschauer, wuhu, Rekord. Jungs. Gern geschehen. Der Revi-Effekt. Na, na komm. Ich fahr mit dem RTW heim. Grüße geht raus an Karnevals Jan an der Stelle. Ich wohne ja bald in der Uniklinik. Warte mal, was? Jetzt aber. Das stimmt, da muss ich dir recht geben. Warum kannst du mich nicht einmal verteidigen? Warum? Weil ich das nicht will. Ich find das nicht cool, Mann. Es ist einfach nur ehrlich. Einfach nur ehrlich. Ich find das echt nicht cool. Du bist ein dummes Opfer, denn dein Ego ist klein. Ging das auch an mich? Dein Ego ist so klein wie sein Jarak. Dann wär's extrem groß. Dann habe ich ja gar kein Ego. Alter, Tim, schlagfertig wie ein Duden, wo man nachschlägt. Ganz genau so. Ey, was soll das denn? Warum frontest du mich so? Boah, Revi, jetzt hast du es echt. Jetzt musst du dich echt. Nee. Ich würde mich freuen, wenn jetzt ein richtig starker Diss-Track mit richtig persönlichen Angriffen zurückkommt. Weil dann kann ich nämlich auch richtig zurückfeuern. Auf asoziale Basis. Dann ist das hier die Grenze und ich mach so. Einfach drüber. Und ich scheiß drauf. Es wird ein Diss-Track kommen, ja. Natürlich kommt ein Diss-Track. Der Revi-Effekt, natürlich. Ja, klar, Jungs. Es wird ein Diss-Track kommen, das waren 3 Sätze zu viel. Tim hat richtig Bock drauf. Jan denkt sich nur, warum? Lass mich langweilen, warum? Wir haben uns auch bewusst an dem Schema der aktuellen Deutschrap-Szene orientiert. Zweimal die Hook, eine Bridge und ein Part. Das war's an der Stelle. Mehr braucht man nicht mehr momentan für einen Hitsong. Ach, Digga, überleg mal, 2008, da gab's 3 Parts und alles. 2 Parts sind mittlerweile schon die Seltenheit, Alter. Das ist echt crazy. Leute, ist unser Content so Schrott? Seid doch mal ehrlich. Ja. Nein, der redet insgeheim über seinen eigenen Content. Oh, krasser Front. Selber. Denn so. Sein Content baut auf unserem Content auf. Das ja, siehe seinen Zweitkanal. Ja gut, sag ich mal an der Stelle, der Zweitkanal. Danke an der Stelle dafür. Und jetzt ist es vorbei. Jetzt kommt eine schlimme Zeit. Ja, Gisela, fick dich. Ja. Das ist ja genau das, was ich haben wollte. Ich wollte mit Gisela schlafen. Wir haben den Diss-Track auch wieder in 3 Stunden im Studio runtergerotzt. Also geschrieben, recorded, alles pipapo. Musikvideo auch 3 Stunden. Gebt mir da keine Mühe. Solange das Endprodukt deutlich besser ist als alles, was Survive jemals hochgeladen hat. Gisela, ja. Hast mich angegriffen. Jetzt bricht der 3. Weltkrieg aus. I'm ready, bitch. I'm so fucking ready. Ich fahr bald wirklich um den Block. Du hast keinen Führerschein. Du kannst nicht um den Block fahren. Gisela, du hast auch keine Katze. Das ist das Geile an den Jungs, die nehmen es halt komplett mit Humor, genauso wie es sein sollte. Das stimmt auch. Mann, ich mag euch zu sehr. Lukas ist für mich niemand, den ich unbedingt in meinem Leben haben muss. Kann ich drauf verzichten.
Aber du bist noch hässlicher. Es würde mich nicht wundern, wenn Lukas jetzt der Not herausgezwungen auch noch einen richtig zweitklassigen Diss-Track abliefert, Alter. Noch schlimmer als der von mir. Nur damit er wieder Content hat und vielleicht wieder ins Gespräch kommt. Lukas, Grüße geht raus an dich an der Stelle nicht. Das stimmt auch. Und dich mögen noch weniger. Das ist eine Lüge. Schau auf meine Follower. Wer die meisten Follower hat, hat recht. Ganz einfach. Jan ist scheiße. Ha! Nein! Ah! Genau, eigentlich hätte ich mehr machen müssen. Eigentlich hätte ich mehr machen müssen. Ah, selber. Das war eine Kampfansage. Ja. Wir werden, glaube ich, auf jeden Fall, da kann ich für uns beide antworten, mit einem Diss-Track antworten. Da möchte ich auf jeden Fall wissen, was kommt, weil dann antworte ich auch auf jeden Fall nochmal. Nicht, weil ich es nötig habe, kommen meine Views auch so zusammen, aber einfach, weil ich Bock habe. Dann werde ich mir auch, glaube ich, ein Feature dazu holen. Ein richtig asoziales Feature. Produzent, wie viel Diss wollen Sie in dem Diss-Track haben? Revi, nein. Seid froh drüber. Seid froh drüber, Jungs. Seid wirklich froh drüber. Allein die Reaction hat dich schon 30 Mal härter auseinandergenommen. War jetzt kein sachlich guter Front dabei. Muss ich leider passen. Tut mir leid. Wenn der Diss-Track draußen ist, wirst du heulen und nicht mehr laufen können. Okay. Ich hatte auch wirklich ein bisschen die Sorge, das muss ich auch an der Stelle einfach mal offen sagen, dass wenn ich jetzt zu sehr einen offensichtlich Behinderten disse, auch wenn er selber damit umgehen kann, dass Leute das wieder, wie gesagt, in den falschen Hals bekommen, dann zu salty sind und dann damit nicht klarkommen. Deshalb habe ich es, wie gesagt, sehr, sehr, sehr zurückhaltend gemacht. Wir saßen im Studio, wir haben uns die bösesten Lines ausgedacht und ich habe gesagt, ich will nicht, dass irgendwer das missversteht und das vielleicht dann, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Weil die Leute vor mir Angst und Respekt haben. Kein bisschen, nein. Von mir nicht. Nein, ich werde dich kaputt machen. Ja. Perfekt, ich freue mich wirklich. Ich bin echt gespannt, was da zurückkommt. Ja, da kommt safe was. Ja, da kommt was. Bei dir läuft es ja auch nur mit Behinderung, sei es deine eigene oder wenn du unsere nimmst. Da habe ich übrigens diese Leroy-Line gerade ins Spiel gebracht. Ich wollte auch an der Stelle einfach nicht Leroy dissen. Leroy auch ein korrekter Typ in meiner Meinung nach, ne? Fuck, Alter, ich mache hier gerade alle. Digga, ach, lass mich alle in Ruhe. Ohne uns würde dein Zweitkanal nicht existieren. Das stimmt nicht. Es gibt immer noch die Videos von Mimi, von Rezo, von Julian Bam. Es gibt genug Scheiße, über die ich mich aufregen kann. Aber eure Videos laufen mit am besten. Das muss ich an der Stelle einfach mal zurückgeben. Das stimmt schon. Also ich hätte Tim noch härter beleidigt. Was? Also wir werden uns auf jeden Fall dran setzen, was zu schreiben. Toll, wenn das genauso toll wird wie euer erster Track, da habe ich richtig Bock drauf, Alter, da freue ich mich drüber. Wenn du das selber machst, Tim, freue ich mich unglaublich darauf. Wir fanden den Diss-Track von Revi gegen uns sehr witzig. Und da wird eine Antwort folgen. Sie wird eine Antwort folgen. Sie wird kommen und sie wird reinhauen. Sie wird reinhauen wie die Hiroshima-Bombe. Ja, ich bin auf Krawall gebürstet, das gefällt meiner ja, auch. Ja, okay, alles klar. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Und dass wir uns einfach in den nächsten Videos wiedersehen. Das hoffen wir doch alle, dass wir uns in einem von euren nächsten Videos definitiv wiedersehen. Das wünschen wir uns doch alle wirklich sehr, oder Leute? Ich möchte unbedingt euch in einem der nächsten Videos wiedersehen. Das ist genau das, was ich will.